Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn ich in Ihre E-Mails oder in das Telefon Ihrer Frau hineinsehen wollte, müsste ich nur die abgefangenen Daten aufrufen. Ich kann Ihre E-Mails, Passwörter, Gesprächsdaten, Kreditkarteninformationen bekommen. So hat es Edward Snowden, der Mitarbeiter des US-Geheimdienstes NSA, gesagt. Und ich danke ihm für seine Ehrlichkeit und im Namen der ganzen Fraktion Die Linke und vieler weiterer Bürgerinnen und Bürger für seine Ehrlichkeit. Denn nur deswegen können wir hier diese Debatte führen. Er hat es ermöglicht, dass einer der größten Einbrüche in die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern der Welt bekannt und damit diskutierbar geworden ist. Und dieses Verdienst wird auch nicht dadurch geschmälert, dass Russland, wo sich Snowden im Moment mutmaßlich aufhalten dürfte, nun wirklich nicht das Paradies für Bürgerrechte und Datenschutz ist. Statt darüber zu lästern, wäre es umso sinnvoller gewesen, ihm hier in der Bundesrepublik Deutschland Asyl zu gewähren. Und das, Herr Friedrich, geht ganz einfach. Das geht ganz einfach. Paragraph 22 des Aufenthaltsgesetzes bietet dafür die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis ist zu erteilen, wenn das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland die Aufnahme erklärt. Mit so einer Entscheidung hätte unsere Regierung deutlich gemacht, dass wir als eigenständiger und selbstbewusster Partner der Vereinigten Staaten nicht bereit sind, jeden Irrsinn zu tolerieren oder zu decken, der im Terrorwahn angerichtet wird. Und es betrifft ja auch die politischen Interessen unseres Landes, die hier gewahrt werden müssen. Herr Friedrich, Sie haben eben zu Recht gesagt, der gläserne Bürger ist mit unserer Verfassung nicht zu vereinbaren. Und dann kneifen Sie die Augen vor dem zu, was hier passiert. Sie glauben doch nicht wirklich, dass die Washington Post oder der Guardian ungeprüft irgendwelchen Unsinn veröffentlicht. PRISM ist nicht irgendein Ding aus dem von Angela neu entdeckten Neuland, sondern ein Datensammelprogramm ungeahnten Ausmaßes. Wer sehen will, kann sehen. Stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Seit 2007 sammeln die Sicherheitsbehörden ihre Daten bei Microsoft, seit 2008 ihre Daten bei Yahoo, seit 2009 bei Google und Facebook, seit 2010 bei YouTube, seit 2011 bei Skype und AOL und seit 2012 bei Apple. Und wenn ich hier in die Reihen schaue, sind wieder zu viele Kollegen mit ihren mobilen Geräten beschäftigt. Ja, Sie fühlen sich ertappt, Herr Hartmann, völlig zu Recht. Wissen wir denn eigentlich noch, wer alles mit welchen Informationen betroffen ist, die wir hier jeden Tag austauschen? Wenn mir das vorher jemand erzählt hätte, ich hätte so etwas in das Reich der Verschwörungstheorien verwiesen, aber es ist bittere Realität und das dürfen wir nicht akzeptieren. Um es mal mit Zahlen festzumachen, Facebook hatte im letzten Jahr 26 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hier in Deutschland. AOL immerhin noch 5 Millionen, YouTube 4,3 Millionen. Auf deren Datenprofile und auf die Spuren ihres Nutzerverhaltens hat die NSA Zugriff. Das Bundesverfassungsgericht hat 1983 in seinem Volkszählungsurteil formuliert, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in denen der Bürger nicht mehr wissen kann, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wissen wir das noch? Wissen Sie, wer was wann über sie weiß? Oder ist es Ihnen oder uns allen inzwischen egal? Und alles, was der Bundesregierung dazu einfällt, sind Ausflüchte, Briefe. Herr Grosse-Böhmer will einen kritischen Dialog. Da bricht ein Bündnispartner in unsere Wohnung ein und stiehlt sensibelste Daten und es gibt noch nicht einmal einen Protest. Aus meiner Sicht gibt es hierfür keine Rechtfertigung, sondern der Botschafter der Vereinigten Staaten müsste einbestellt werden, es müsste eine umfassende Erklärung verlangt werden und es müsste erwartet werden, dass diese Praxis sofort beendet wird. Herr Friedrich hat hier gesagt, es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten und immerhin auch Gründer des US Postal Service, also in gewisser Weise einer der Vorläufer des Internets, sagte, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Wenn das passiert, dann haben die Terroristen gewonnen. Daran dürfen wir alle kein Interesse haben.